Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier beim Planet Crafter. So, wir gehen langsam auf die 100% mit den Seen zu. Das ist doch schön. Ich habe ja schon gesagt, ich habe es nicht eilig. Also köpft mich nicht, wenn ich nicht so schnell voranstürme, wie ihr das vielleicht erhofft. So, wir haben irgendwie neue E-Mails bekommen. Das ist halt das Schlimme, wenn du hier angeschlossen bist. Ne? Dann kriegst du eine Nachricht nach der anderen. Schauen wir doch mal durch. Deine Planetenzertifikation. Identifikation unbekannt, Bewohnbarkeitsgrad 0, Itzizial Prime unbekannt, der Planet annimmt, befindet sich im Sektor Itzizial Prime, das kennen wir doch eigentlich schon, oder? Ist okay. Nachricht von Riley. Hallo, ich habe es endlich geschafft, das System zu finden, in das sie geschickt wurden. Ich habe nicht viel Zeit, aber ich werde versuchen, ihnen einige Ratschläge zu geben. Die Erfolgsquote von Planet Crafters ist so gering, weil es fast eine unmögliche Aufgabe ist. Sie sollten Weltraumnahrung in ihrer Kapsel und vielleicht in Weltraumwracks finden. Sie können selbst Nahrungsmittel anbauen, Erkundungen und Verbesserungen. Ich hoffe, diese Nachricht, okay. Uninteressant. Mir ist es gelungen, weitere Informationen zu ergattern. Ich habe gelesen, dass man mehr Erfolgschancen hat, wenn man seine Basis weiter oben baut. Aber ich bin mir im Moment nicht sicher, warum. Ja, gut, das wissen wir ja auch schon. Also, nichts Neues. So, wie schaut es hier aus? Seewasser ab 50 MTI, das kommt bald. Ja, klar, weil ja der Status hier, ne? Da sind wir ja fast auf den 100. Fehlt also nicht mehr viel. Ja gut, und das sammelt halt Seewasser. Das ist ja okay. Sauerstoff. Hier haben wir die Heizungsstufe 4. Das dauert allerdings noch ein bisschen. Bei Wärme kommt das Biodom dann mit den Baumrinden. Allerdings erst bei 12. Gasextraktor kommt bei 100. Der ist auch noch ganz, ganz fern für mich. So, was ist hier? Der Algengenerator, genau, den sollten wir dann so langsam mal bauen. Also wir sollten uns generell mal darum kümmern, dass wir das Ding da hinten ein wenig ausbauen. Vielleicht merkt ihr es, ich habe dieses Teil hier versetzt. Das hat mich nämlich extrem getriggert. Ich war ja mit der Kapsel an der Ecke hier vorne und ich konnte dann noch nicht mal einen einfachen Container hier anschließen. Also deswegen habe ich das Ganze dann, dieses komplette Gebilde, einfach um ein Segment nach hinten gerutscht. So dass ich auf jeden Fall hier nochmal eine zusätzliche Kapsel dran bringe. Weil wenn ich Lager mache, dann mache ich es vernünftig und groß und ihr kennt mich. So, jetzt Nahrung. Hier muss ich noch unbedingt schauen, dass ich Schränke ja auch mit reinbringe. Ne? Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen. Wir haben ja später dann auch die Bauernhöfe. Das heißt, ich brauche so viel Nahrungszüchter jetzt eigentlich überhaupt nicht, wie ich es vorhatte. Ich hatte ja vor, dass ich hier vorne anfange, nach hier hinten gehe und dann hier quasi den letzten. Und ja, keine Ahnung, hier kann man dann Küche reinstellen oder wo auch immer. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Pilze haben wir ja immer noch nur einen einzigen, den ich jetzt überhaupt nicht weiß, wo ich den überhaupt hin habe. Den habe ich wahrscheinlich in irgendeinen Schrank geräumt und habe es schon wieder vergessen. Naja, ich war jetzt seit 1,5 Wochen nicht mehr dran gesessen. Ich dachte mir, jetzt lasse ich erst einmal die Folgen laufen, dass ihr auch hinterherkommt und dass ich nicht zu weit vorstürme. Aber aus meiner Sicht, heute Donnerstag, Part 8 wird hochgeladen. Und ich muss allerdings die komplette nächste Woche vorbereiten, weil ich habe nämlich auch Termine, die ich wahrnehmen muss. Insofern muss ich für die komplette nächste Woche aufnehmen. Das heißt also, die nächsten 10 Parts in etwa werden jetzt dann, werde ich heute aufnehmen. So, ihr habt schon gesehen, in meinem Inventar befindet sich einiges an Zeug, und zwar Extraktoren, die ich, Dankeschön, ich habe schon Schrecken gekriegt, die ich hier herstellen möchte. So, dann haben wir nämlich hier 3 Stück wieder, so wie ich es auch haben wollte. Hier kann ich dann gleich noch mit Eisen bauen. Ich habe ja ein bisschen Eisen jetzt eingesammelt. So, das sollen aber auch wirklich nur die 3 sein. Später mit der Farm, das wird dann natürlich noch was anderes, ne? Das ist klar. So, schauen wir mal, habe ich so viele, dass ich bis davor komme? Nein, habe ich nicht. Weil das soll hier eine Strukturwand sein. Also da kommen schon noch ein paar Sachen. So.
So, dann kann ich mal ein klein wenig sortieren und wegräumen. Und allerdings Magnesium kannst du mal einstecken lassen und Kobalt auch. Ich hoffe, dass ich jetzt richtig denke, muss ich gleich einmal nachschauen. Die Lampe braucht Eisen und Magnesium. Okay, und die Lampe braucht Magnesium und Kobalt, genau. Mit der wollte ich nämlich jetzt halt auch mal ein bisschen arbeiten, weil ihr steht ja da total drauf, wenn alles beleuchtet ist und glitzert und funkelt und was weiß ich. Darum dachte ich mir, okay, dann machen wir heute mal auch ein bisschen Beleuchtung mit rein. Ich denke, das ist okay. Du hast mir wieder vergessen zu klicken. Jo, dann können wir hier Farbe ändern, genau. Farbe, das Problem ist halt, ich hoffe ja, dass die das irgendwann reinbringen, Farben auch speichern zu können. Es ist immer total bescheuert, wenn du versuchst, gleiche Farben irgendwo reinzubringen. In dem Fall lasse ich das jetzt mal hier auf Gelb, weil da brauche ich da nichts umstellen. Das ist die Grundeinstellung. Jo. Warum nicht? Vor allem, das, ich denke mal, das schaut ganz gut aus, wenn das dann auch wenn das dann noch dunkel ist. Was wollt ihr? Eisen. Hier. So, nehmen wir mal da auch 5 Stück raus und noch 5. War es Kobalt oder was? Magnesium. Dann können wir nämlich das auch ein bisschen verbauen. So, in einem Kommentar kam der Hinweis bezüglich der Lampen, wie groß eigentlich der Lichtkegel ist, den die machen und ob es denn möglich wäre, diese Lampen nach oben auch zu stellen. Also hier oben drauf und ob das denn ausreicht. Das werden wir einfach mal ausprobieren, würde ich sagen. Deswegen stelle ich jetzt mal hier eine her und hier eine her. Halt, du bist bestimmt wieder falsch rumgedreht, oder? Ja, so. Und eine hierhin, so weit vor wie möglich. Und warum seid ihr jetzt gelb? Warum sind die jetzt bitte gelb? Bleibt die letzte Einstellung gespeichert? Das wäre aber komisch, aber das macht wirklich gutes Licht, muss ich sagen. So. Dann kann man nämlich diese Dinger hier nach oben stellen, weil die machen echt gutes Licht. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Cool. Aber warte mal, dann mach mal. Das einzig Dumme ist, wenn ich die jetzt immer in der Mitte anbringe, dann haut es mit der Ecke. Na gut, das ist egal. Ich glaube, das ist egal. Ich überlege nur gerade, ob ich es nicht weiter nach hinten setze, weil das schaut von unten ein wenig komisch aus, wenn das hier so über den Rand drüber steht. Ne? Das schaut seltsam aus. So. Und auch bitte nicht immer böse sein, bloß weil ich kein Wasser trinke. Also ich habe ja, ihr seht ja, wie viel Wasser ich jetzt gerade noch habe. Das ist im Grunde für mich überhaupt noch kein Thema, jetzt Wasser zu trinken, weil eine Flasche füllt mich komplett auf. Von daher, wenn ich jetzt halt, ja, wenn ich jetzt halt mal eine Flasche einstecken lasse, dann ist es doch ausreichend. Also normalerweise stecke ich überhaupt keine Flasche mehr ein, weil wir nämlich wirklich sehr viel Zeit haben auch. Drehen bitte. Also die Werte gehen eben nicht so schnell runter. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Kann ich dich daher platzieren? Das wäre super. Aber warte mal, mach das lieber von der Seite, weil sonst kommst du vielleicht wieder nicht vorbei. Das macht richtig gutes Licht. Also das macht wirklich richtig hell. Wenn ich dann hier drüben noch welche drauf mache, dann ist hier noch beleuchtet. Das heißt, ich würde jetzt halt mal euch zerlegen.
Dann machen wir jetzt halt mal hier genau gegenüber. Sofern ich das hinbekomme, weil hier muss ich ungefähr schätzen, wo die Mitte ist. Hier geht's wieder. Wow, und dann ist es wirklich richtig genial ausgeleuchtet. Doch, das gefällt mir. Wenn wir dann hier später noch die Schaukästen haben für Tiere und sowas, da kann man dann alles hier pflastern mit diesen Tafeln. Doch, das ist gut. Dann mache ich das nämlich da vorne auch. Das heißt, ich werde jetzt erst einmal die ganzen Lampen hier abbauen. Und dann kommen die nach oben. Und durch das, dass die dann immer in der Mitte sind, denke ich mal, ist das auch ganz gut ausgeleuchtet. So. Eigentlich einerseits ganz gut, wenn das gespeichert bleibt mit dem Licht. Was ist jetzt? Hä? Warum ist das da hinten jetzt rot? Wollt ihr mich jetzt veräppeln? Was war denn jetzt das? Konnte ich die erst nicht platzieren, weil da hinten plötzlich irgendwas rot war. So, ja. Dann machen wir da drüben gleich noch. Das sind zwar jetzt versetzt, aber das macht ja nichts. Ja, sieht eh keiner. Dass jetzt halt hundertprozentig in der Mitte ist oder nicht. Hauptsache es ist beleuchtet, ne? Gefällt mir. Ich weiß zwar noch nicht, ob ich es wirklich so lasse, aber es gefällt mir auf jeden Fall. Habe ich noch Material? Nein, habe ich nicht. Man kann halt hier oben leider nicht laufen, ne, weil das wegen diesen Mulden hier. Also das ist nicht schön, dieses Festhängen bleiben. Vor allem hier kann ich jetzt zum Beispiel nicht weiterlaufen. Naja. Mal gucken, was ich hier oben drauf mache. So, dann kann ich jetzt halt mal einen Schluck Wasser trinken. Jetzt ist eigentlich so der Zeitpunkt, wo ich sage, jawohl, jetzt trinke ich mal ein Wasser. Die Nahrungszüchter... Achso, hier habe ich den Pilz drin, ne? Die Nahrungszüchter, ich überlege jetzt halt schon, ob ich die nicht rüber schaffe. Weil wenn jetzt halt das hier mein Büro ist... Dann bräuchte ich jetzt die Nahrungszüchter nicht unbedingt hier an der Stelle, ne? Dann können wir die nämlich eher drüben aufbauen. So, Aubergine, Kürbis, Bohne und Pilz. Der einzige Pilz, den wir haben bis jetzt. Ich hoffe wirklich so sehr, ne, dass wir noch mehr bekommen. Okay, ich habe jetzt noch einen Kürbis, zweimal Bohnen. Dann machen wir jetzt halt mal hier zwei Stück her. Ja, schöner ran. Einmal, zweimal, weil der nächste, der käme dann quasi da in die Mitte. Da hinten kann man dann eine Pflanze reinstellen. So, dann haben wir Grübitz. Ja, passt schon. Und das war's. So, Kürbis rein. Bohne rein. Bohne rein. So, und dann brauchen wir eigentlich hier nur noch auch Schränke. Ne? Ich denke, Schränke ist wichtiger, wenn ich da herbringe, als die Nahrungszüchter. Weil wenn ich dann hier 7 Stück ist optimal. Da hinten nochmal einen in der Mitte, links, rechts eine Pflanze, hier nochmal 3 Stück. Dann haben wir 7 Stück von einer Sorte und der Rest wird quasi dann gefüllt auch mit Schränken und so weiter. Was ich daran mache, ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Aber ich möchte es auf jeden Fall so schön groß haben.
So, Essen kommt mal erst in die Snackbude. Ist schon voll, dann tun wir es mal hier rein. Essen müssen wir jetzt auch aktuell nichts. Passt doch. So. Warte mal, aber du hast noch für einen, hast du doch noch einstecken. Ja, einen können wir noch bauen sogar. Machen wir doch mal hier. Machen wir da mal hier. Bei der Maschine. Und dann holen wir noch den Samen, weil ich den dummerweise vergessen habe. Wo seid ihr? Nein. So, rein damit. So, dann haben wir jetzt noch Material für diese Lampen. Die Lampen könnten wir zum Beispiel auch hier herstellen und das Ganze eben dann in Grün oder sowas machen. Eine da, eine dort. Das Ganze dann auf Grün einstellen, und das ist jetzt halt genau das Problem, wo ich meine. Es ist ja schön, wenn man jetzt halt hier wenn die Farbe im Grunde gespeichert bleibt, wenn man es neu platziert. Aber ansonsten genau grün, dann machen wir alles mit grün. Das war jetzt immer an der Stelle hier, genau. Das passt. Notfalls kann ich es ja wieder verschieben. Achso, gut. Notfalls kann man es ja auch wieder verschieben. So, hier draußen würde ich es auf jeden Fall in weiß lassen, weil ich möchte es ja beleuchtet haben und nicht hier discomäßig hier draußen. Das reicht, wenn es innen ein wenig farbig gemacht wird. Das reicht mir schon. So, holen wir gleich mal wieder Wasser raus. Das müssen wir nämlich jetzt auch so langsam mal mehr sammeln. Ja, das ist wieder heiß, ich mache wieder so viel mit Lager und so. Dann doch, hier möchte ich weiterbauen. Es kommt nur darauf an, wie viel Eisen ich habe. Ich habe einiges an Eisen. Dann würde ich euch gerne mal wegtun. So, dann möchte ich gerne hier weiterbauen. Okay. Ja, das ist gut. So, leider kann man die Dinger ja nicht zumachen. Jetzt halt ist nur die Frage, wie kann ich... nein, Magnesium. Neue Mitteilung erhalten. Schon wieder. Nachricht von Riley. Verschlüsselt. Verwende Extraktoren in verschiedenen Bereichen, um bestimmte Materialien zu extrahieren. Und Raketen sind wirklich wichtig und helfen. Bla bla, verschlüsselt. Ja, ist okay. Danke. Sehr hilfreich. So. Warum geht ihr nicht ran? Warum steht ihr da weg? Das ist jetzt aber blöd, ne? Das habe ich mir jetzt halt so schön wieder vorgestellt. Na gut, warte mal. Wir haben die zwei Pflanzenröhre, die muss ich jetzt aber auch wieder aufstellen. Die können wir hier vorne dran platzieren. Warum nicht? So ein paar nebeneinander. Jetzt machen wir mal das einmal die zwei. Die gehen auch zum Glück ein bisschen ineinander. Hauptsache, ihr macht wieder ein bisschen Sauerstoff, ne? So, aber wie mache ich das jetzt mit dem, was ich vorhatte? Das ist jetzt die Frage. Wenn die Pflanzenröhre kann ich ja, glaube ich, nur ineinander platzieren. Platzieren in Samen, bla bla. Die ist ja nur für innen, die ist ja nur für außen. Die Blumenverteiler, Grasverteiler.
Wenn ich das mit einem Schrank mache, weil ich habe nämlich wieder was Bestimmtes vor und ich habe natürlich wieder kein Eisen, ne? Okay. Und tu mal das Magnesium wieder raus, dann mach mal da mal die Extraktoren schnell frei. Ein bisschen was müsste ja schon drin sein. So, warte, dann kannst du da noch die zwei Stück hinmachen. So. Dann ist jetzt die Frage, habe ich jetzt genug? Vorratsschrank, ja, aber den kann ich nicht platzieren auf normalen Boden. Da muss ich auf jeden Fall, okay. Das geht also nicht. Oh, wie ist es denn mit einem Sonnenkollektor? Ich weiß, dass ich das mittlerweile nicht mehr brauche, aber ich habe ja was Bestimmtes vor, also. Du bist umgedreht in die Richtung und dich kann ich ja platzieren, wo ich mag. Das heißt, ich könnte dich jetzt hier zum Beispiel an die Säule bringen. Oh yes. Oh. Das wäre auch schön, wenn das wenigstens die Ausrichtung dann beibehalten würde, ne? So, jetzt. Und da müsste es normalerweise dann gehen mit den Schildern. Ja, das geht. Ich müsste nur im Grunde dann hier anfangen. Achso, du hast keinen mehr. Habe ich herausgetan. Bauen. Danke. So, gucken wir mal, wie es ausschaut. Kommt noch ein. Ja, das ist gut. Das ist gut. So, das wäre jetzt dann hier einmal Triebwerk. Zwei Silizi, nee, zwei Multi. Zwei Superlegierung und drei Kobalt. Zweimal Superleg. Dreimal Kobalt. Und dann hätte ich nämlich das Rezept hier stehen, dann bräuchte ich nicht immer da hoch und hab's dann direkt hier. Das Problem ist halt nur, ich habe ja nicht nur zwei Raketen, ich habe ja wesentlich mehr, ne? So, wenn ich jetzt halt hier weiterbaue, ein bisschen Eisen habe ich noch. Wenn ich jetzt halt hier weiterbaue, dann ist jetzt die Frage, wie weit komme ich überhaupt? Aber ich meine, wenigstens geht das Ding in den Boden rein, ne? Das ist ja schon mal gut. Dann kann ich hier schon ein paar von den Dingen hinsetzen. Jo. Doch. Vor allem die Sonnenkollektoren, die stören ja nicht. Die kosten ja keinen Strom, die bringen ja ein bisschen Strom und das so schaut es eben dann ein bisschen decorativ aus. Und dann ist jetzt nur die Frage, ob ich mir hier nicht ein Raketenzentrum hermache. Also hier nochmal mit Kapseln arbeite, wo dann diese ganzen Zutaten drin sind. Wo dann später eben auch der automatische Fertiger reinkommt, der mir dann die Raketentriebwerke zusammensetzt.
Und was ich eben sonst noch so brauche, Superlegierung und so weiter, dass ich das vielleicht hier mache. Dann hätte ich das alles bei der Rakete. Ich hoffe ja, dass ich hier an die Stelle die Handelsrakete herbringen kann. Hoffe ich sehr. Hier kann ich eh nicht weiterbauen, weil das ist die fest installierte Treppe von der Raketenrampe. Und ich finde es so schade, dass man diese Treppen hier nicht bekommt. Also, dass man nur diese einzelnen Treppen hier bekommt und nicht diese doppelten. Fände ich nämlich wesentlich schöner, ganz ehrlich. So, das Ding würde ich nur gerne ein bisschen übersetzen, weil ich glaube, wenn das da so in die Treppe reinsteht, ist das auch nichts. Weil das steht nämlich dann voll hier drin, in der Treppe. Und das will ich nicht. Lieber dann ein bisschen rüber. Ja, und da geht's nicht mehr. Da bin ich jetzt dann zu nah wahrscheinlich an dem anderen dran. Aber gut, solange ich jetzt halt nicht in die Treppe reingehe, ist es mir, glaube ich, okay. So, dann müsst ihr wahrscheinlich wieder weg. Die kann man ja dann immer hier dazwischen setzen. Probieren wir mal. Ich hoffe, es geht. Sitzen die halt hier dazwischen. Ist ja wurscht, ob gerade oder krumm oder was weiß ich. Das kann ich eh nicht beeinflussen. So, dann ist die Frage, ein Eisen, ein Aluminium. Du warst noch nicht ganz leer. Aluminium müsste ich haben. Da ist der Schrank, glaube ich, schon übervoll. Deswegen habe ich nämlich das Alu hier drin. Und sonst gehe ich immer hier auf diese Stelle mit der Säule. Ja, und das geht jetzt wahrscheinlich nicht wegen dem Nahrungsdingsi hier, wegen dem Wasserdingsi. So, und auch wenn ich wenn es dann bessere gibt, das ist mir auch klar, pfeift drauf. Mir geht es wirklich um Gestaltung. Also macht euch da bitte auch keinen Kopf drum. So, beleuchtungstechnisch weiß ich nicht, ob ich hier was hinbringe an die Säulen. Ob wir hier was hermachen bei den Treppen. Links und rechts jeweils, also habe ich nicht mehr. Aber dann natürlich wieder in weiß. Jetzt mache ich die Lampe mal wieder weg. Weil ich würde nämlich gerne erstmal die Lampen da hinten reinbauen. Das ist mir ein bisschen wichtiger. So, du kannst jetzt mal was schnecken. Jawohl. Dann kannst du auch gleich was trinken in dem Fall. Jetzt sind wir nämlich wieder voll. So, der Wassersammler, den könnte ich. Ich weiß nicht, ob ich den da oben drauf stelle. Das Problem ist halt wieder, dass die Füße durchschauen. Da ist es, glaube ich, sinnvoller, wenn ich den dann irgendwo oben drauf stelle, ne? Boah, ich muss mir das echt überlegen. Es müsste eine Kapsel hierher passen. Also so eine Doppelkapsel. Das Problem ist nur immer wieder mit den Doppelkapseln, dass die nie mit den Gittern übereinstimmen. Ne, weil wenn ich jetzt halt hier die Doppelkapsel, dann bin ich hier beim Gitter, an der Stelle. Und das ist etwas, was mich auch sehr, sehr stört. Hier habe ich ja die Extraktoren und die sollen ja auch hier so bleiben. Dann könnte ich ja auch mit dem Raum hier anfangen und dann kann ich den auch drei breit machen. Ja, das mache ich so. Das mache ich so. Superlegierungen werde ich mir noch ein paar herstellen. Ich habe noch welche, oder? Wo hatten ich? Ach, die habe ich draußen. Stimmt ja. Hier habe ich ja die Superlegierung. Ich habe schon wieder ein paar hergestellt, weil Material habe ich ja wirklich genügend. Könnte ich zum Beispiel noch mal zwei Alu rausnehmen. Dann tun wir mal drei Kobalt raus. Dann haben wir vier Eisen, wir brauchen allerdings fünf Eisen.
Komm, da wird auch irgendwo jetzt ein Eisen drin sein. Dankeschön. Dann brauchen wir noch 2 Silizium. Wir brauchen noch insgesamt 3 davon. Da, okay. Also. Nein. Magnesium brauche ich noch 3. Gut, dann haben wir nämlich alles beieinander. Dann kann ich gleich wieder 5 Superlegierungen herstellen. Wunderbar. So kann ich das Material auf jeden Fall auch aufbrauchen. Sollte irgendwie ein Schrank voll sein, aber es kommt ja eh demnächst dann hier rein. So, mir gefällt es ganz gut mit der Beleuchtung, muss ich sagen. Ich bin mal gespannt, wie ihr darauf reagiert. Ich hoffe, es gefällt. Hier innen ist ja grün angesagt. Da werde ich auch schauen. Naja, vielleicht machen wir doch die Lampen da oben grün dann. Werde ich mal gucken. Oder hier außen dann noch zusätzlich solche Lampen hier. Dass ich die immer an den Türen hin mache. Ich glaube, das schaut dann auch ganz gut aus. Das hatte ich ja auch schon mal, ne? Und die Kommandozentrale in Gelb. Yes. Gut. Dann soll es das gewesen sein für heute. Leute, ich hoffe wirklich sehr, dass es euch gefallen hat. Lasst mir gerne ein Like da. Schreibt mir gerne was in die Kommentare. Nicht vergessen, ein Abo dazulassen, dass ihr keinen Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.